Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man solche Fallschutzmatten verlegen und somit natürlich auch die Fallschutzplatten zuerst schneiden und dann im Garten richtig legen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich möchte beim Spielturm unserer Tochter einmal diese grünen Gummimatten als Fallschutz, aber auch als Mähkante für unseren Rasenroboter verlegen und hierfür zeige ich das Ganze mal einfach unter der Rutsche. Da mir eine Platte von der Breite her leider für den Rasenroboter hier außen nicht wirklich reicht, möchte ich jetzt diese Platte einmal noch dementsprechend halbieren und dann kann ich die beiden Hälften hier zusammenschieben. Zum Herschneiden von solchen Gummimatten kann man übrigens entweder eine einfache Stichsäge zur Hand nehmen oder auch ein relativ scharfes Cuttermesser. Ich zeichne mir also mal genau die Hälfte der Matte an, gebe eine Führung wie zum Beispiel eine Wasserwaage darauf und schneide jetzt mit dem Cuttermesser einfach mal so oft hier hinein, bis wir das Ganze auch ordentlich durchtrennt haben. Die Breite passt auf jeden Fall und jetzt schaue ich einfach, dass ich meine Rutsche etwas hochhebe und mal die Matten an die entsprechende Position gebe. Die Position passt auf jeden Fall und sicherheitshalber habe ich mir mal noch eine Richtlatte zu meinem Sandkasten hier hinten gelegt, dass natürlich meine Gummimatten am Ende nicht auch irgendwie allzu schief verlaufen. Wir könnten da natürlich auch einfach eine Richtschnur spannen, wie in einem extra Video gezeigt, und am Ende einfach hier bei den Matten messen und da sollte natürlich derselbe Abstand dann herrschen. Als nächstes kann ich die Rutsche auch schon abmontieren. Und wir müssen die Umrandung von unseren Gummimatten mal mit einem einfachen Spaten ausstechen. In meinem Fall trage ich übrigens ca. 4 cm vom Rasen ab. Das hat den Sinn, da meine Gummimatte 3 cm dick ist, ich darunter noch ca. 2 cm Kies bzw. Split haben möchte und am Ende meine Gummimatte ca. 1 cm über die Grasnarbe drüber schauen soll. Das hat einfach den Grund, da mein Rasen relativ neu ist und der ist über die Jahre dank der Wurzelbildung von dem Rasen normalerweise auch noch sich etwas nach oben hebt. Bevor wir aber Split hineingeben, sollten wir die Erde darunter auf jeden Fall noch verdichten, entweder mit so einem einfachen Pflasterstein oder aber mit so einem Handstampfer. Sand oder auch einfach nur Erde als Unterbau würde im Notfall übrigens auch funktionieren, jedoch kommen da relativ gerne die Ameisen und untergraben das Ganze. Und bei größeren Flächen kann man normalerweise auch eine Betonplatte gießen und dann die Gummischutzmatten einfach drauflegen. Wie gesagt, bei mir mache ich jetzt das Ganze aber einfach mit Split. Zum Abziehen können wir dann zum Beispiel eine einfache Wasserwaage zur Hand nehmen und die ist ja in meinem Fall sogar von der Breite her genau 2 cm, so wie ich das Ganze auch am Ende zum Rand hin haben möchte. Bei mir schaut es gut aus, weswegen ich meine Gummimatten auch schon mal vorsichtig von oben hineingeben kann. Damit das Ganze am Ende übrigens noch stabiler ist, sollten wir mal unsere Platten immer um eine halbe Matte versetzt miteinander verbinden. Falls dir danach übrigens auffällt, dass an einer bestimmten Stelle noch etwas zu wenig bzw. zu viel Split ist, dann am besten mal so eine einfache Kelle zur Hand nehmen, die Gummimatte an der entsprechenden Stelle hochheben und wir können natürlich auch Split hineingeben oder etwas Split herausbringen und danach einfach wieder glatt verstreichen. Bei mir passt es aber, weswegen ich mal meine Rutsche wieder dementsprechend anbringen kann. Und wir haben unsere Fallschutzmatten auch schon richtig angebracht. Möchtest du deine Gummimatte übrigens um so einen Holzpfosten bzw. auch um die Befestigung hier rumbringen, dann am besten mal mit der Stichsäge an der entsprechenden Stelle reinschneiden, die entsprechende Größe von dem Pfosten bzw. von der Befestigung ausschneiden und dann kann man normalerweise nämlich auch diese Gummimatte hier etwas aufklappen bzw. etwas auseinanderdehnen, da es ja aus Gummi besteht, und um diesen Pfosten herumschieben. Und falls es bei dir nicht gehen sollte, weil der Pfosten vielleicht zu dick ist, dann können wir immer noch das Ganze hier einmal weiterschneiden, haben somit zwei Hälften und können von beiden Seiten den Pfosten umschließen. Wenn du dir für zu Hause solche Fallschutzmatten in den verschiedensten Größen und Farben oder natürlich auch ein Cuttermesser, eine Wasserwaage oder eine Stichsäge zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.